Bei mir ist der Matthias. Er ist der Vertreter von der Guggenmusik Quellnöck in Bad Ragaz. Die feiern das 40-Jahr-Jubiläum. Was ist dort deine Funktion? Ja, ich bin seit ein paar Jahren bin ich Präsident von dem Verein und vertrete die Guggenmusik auch hier am 40-jährigen Jubiläum. Wie ist denn die Guggenmusik entstanden? Sie sind ja eine der Älteren im ganzen Land. Genau, älter als mir ist nur eine Pölne Gugge vom Elz und knappe Gugge von Sargans. Und das war so, dass immer ein paar Wagenbauer in Bad Ragaz. Und die haben dann an einem Umzug im Restaurant Ochsen haben dann die einen Innerschweizer Gugge gehört. Und haben zueinander gesagt, ja, so etwas wäre doch lässig zu Bad Ragaz. Sie sind dann heimgegangen, haben das mit ihren Frauen besprochen. Und sind dann darauf gekommen, dass man eigentlich zu Bad Ragaz eine Guggenmusik gründen will. Haben dann hier Flyer verschickt und haben geweibelt. Und dann ist im Sommer 1978 hat man sich dann im ehemaligen Restaurant Trauben getroffen und hat dann eigentlich die Guggenmusikquelle noch gegründet. An der Gründerversammlung waren nur 13 Personen. Bis heute hat man jetzt das ein bisschen steigern. Ja, und sie haben eigentlich den Grundstein gelegt für die Guggenmusikquelle nicht. Ja. Wenn du jetzt gesagt hast, von der Gründungszahl oder Mitgliederzahl, wie viele sind ihr denn heute? Heute haben wir 32 Mitglieder. Oh, das ist doch eine respektable Grösse. Und wo treten ihr auf? Ja, das ist so. Wir haben jedes Jahr diese Sachen, die wir jedes Jahr gehen. Also klar, zu Bad Ragaz. Wir versuchen jedes Jahr ein bisschen in der Region zu sein, also im Tamminental, in der näheren Sarganserland. Und dann jedes Jahr ein Highlight für uns ist auch noch der Auftritt in Italien, zu Canobio. Das ist jedes Jahr unser Abschluss, wo wir seit einem Haufen Jahren jedes Jahr gehen. Das Canobio ist mir neu. Wie kommen wir zu diesem Auftritt tun? Ja, das war so. Da können nur eine gewisse Anzahl Schweizer Guggenmusiker werden hier eingeladen. Und wir haben natürlich auch italienische Vertreter in unserem Verein, wo die Vorfahren Italiener sind. Und die haben das einmal eingeführt, dass man hier jedes Jahr geht. Ja. Kannst du mir etwas zum Repertoire sagen? Ja, das Repertoire hat sich geändert seit den Anfängen. Heutzutage spielen wir ein bisschen modernere Lieder, die die Leute kennen. Wir versuchen aber jedes Jahr auch ein bisschen Evergreen zu haben, die auch die älteren Semester noch etwas kennen. Ja. Und wie feiern ihr jetzt das Jubiläum heuer? Ja, wir haben ein paar spezielle Sachen gemacht. Wir haben einen Fasnachtswagen, wo wir etwas Neues probiert haben. Als fahrende Guggen am Umzug sind wir hier unterwegs, im ganzen Sarganserland. Ja, und dann machen wir sicher noch eine Reise, wo wir dann uns sicher noch gebührend werden feiern. Ja. Den Wagen habe ich gesehen in Sargans vor einer Woche. Das ist gewaltig und entspricht ja auch eurem Auftreten hier vor Ort. Ihr geht, so wie ich jetzt vorhin gehört habe, noch ins Tamminental heute Abend. Warum? Ja, das ist ja so. Alle zwei Jahre wechseln wir uns ab mit der Guggenmusik Gerstenbeich von Pfäfers und spielen in der Klinik Valenz. Das ist jedes Jahr ein ganz schöner, oder alle zwei Jahre ist das ein ganz schöner Auftritt, wenn man den Leuten, die es vielleicht weniger gut haben im Moment, wenn man denen eine Freude bereiten kann. Ja. Ich habe aber auch gelesen im Fasnachtskalender des ganzen Land Wallensee, dass Guggenmusiker zu euch herkommen, also vor allem aus dem Tamminental. Genau, die Partnerschaft, wenn man das so sagen kann, zwischen den beiden Guggenmusikern aus dem Tal und von uns ist eigentlich seit Jahren vorhanden. Sie unterstützen uns. Also die ersten Bücher kommen am zweiten schmutzigen Donnerstag und Drachenfeger jetzt heute am dritten schmutzigen Donnerstag. Und es ist jedes Jahr schön, wenn sie wieder kommen und auch mit uns das, die Freude teilen hier im Dorf. Super, ich wünsche euch viel Spass und irgendwie werden wir euch ja auch noch musikalisch hören. Danke, ciao. Merci vielmals, danke. Thank you.
Fasnachtsgesellschaft Bad Ragaz ist mit 80 Jahren die älteste Fasnachtsgesellschaft im ganzen Land. Ich rede jetzt mit dem Präsidenten, Patrick Probst. Wir sind vor einem Ingenieurhütli. Kannst du zu dem Hütli zuerst einmal etwas sagen? Sehr gerne sage ich etwas zu dem Hütli. Das ist ein sehr traditionsreiches mittlerweile Hütli. Das haben wir eigentlich vor 2 Jahren jetzt haben wir das getauft. Als Ingenieurhütli offiziell. Das ist ursprünglich vom Ingenieur, vom Köbi Waser hergekommen. Der hat da jahrelang aus eigener Kraft jedes Mal da wieder das Hütli aufgestellt. Und dann haben wir das Ganze mal neu machen. Und das ist daraus entstanden, was wir sehr stolz darauf sind, um das hier weiterhin zu betreiben zu dürfen. Der Waser war ja eine Legendenfigur mit seinen Objekten, die er gestaltet hat. Und er hat es nicht nur in Bad Ragaz gezeigt, sondern im ganzen oberen Sagansenland. Die Fasnachtsgesellschaft Bad Ragaz heute? Die Fasnachtsgesellschaft Bad Ragaz heute ist sehr gut aufgestellt, was wir vielleicht auch ein bisschen mit Stolz können sagen, dass es auch ein bisschen wegen uns ist. Wir haben ursprünglich einmal als Wagenbaugruppe angefangen, hier mitzuwirken, weil das ein super Umzug ist, weil man da immer einheimische Sujets vielmal nimmt, um das Ganze ein bisschen darüber lustig zu machen. Und dann sind wir eigentlich angehauen worden auf das Ganze, ob wir nicht mitmachen wollen. Ich habe festgestellt, dass ihr sehr junge Truppen sind. Das finde ich natürlich super. Das ist genau das, was man ja braucht in der Tradition, dass die weiterläuft. Jetzt schauen wir aber noch ein bisschen zurück. Ich habe gesagt, ihr seid 80 Jahre alt. Was ist dort passiert? Könnt ihr euch ein bisschen erinnern? Also du natürlich nicht direkt, aber gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen? Gibt es da eine Geschichte zum 80-jährigen Jubiläum von der Fasnachtsgesellschaft Bad Ragaz? Ja, also die Geschichte gibt es natürlich so, wie jedem Verein auch, aber es ist sehr schwierig, herauszufinden, was vor 80 Jahren dort genau passiert ist. So wie ich das mitbekommen habe, hat man eigentlich Fasnacht dort schon vorher gelebt und dann hat man einen Verein mit dem Zweck, den Umzug organisieren und durchzuführen, dann ja, gegründet. Das ist dort dann eigentlich von dort her gekommen. Ja. Also einfach dann organisiert und vorne irgendwie los, einfach putzen und Fasnacht gemacht. Genau, ja. Wie wahrscheinlich an anderen Orten ja auch. In Bad Ragaz gibt es aber noch etwas Spezielles, die 3 schmutzigen Donnerstage. Warum das? Das ist auffallend hier im Sagansenland. Ja, wir sind sehr stolz. Wir sind die Einzigen, sehr wahrscheinlich weltweit, die 3 schmutzigen Donnerstage so feiern. Das ist wiederum eine sehr schwierige Frage. Wir haben viele Meinungen gehört, wieso und warum, aber es hat sich keine durchgesetzt. Vermutet wird eigentlich vor allem, dass vor allem in den 70er Jahren benannt, dass die Leute sehr gross das Bedürfnis hatten, um festen zu gehen. Und dann hat ein schmutziger Donnerstag nicht mehr gelangt. Und dann hat man 3 daraus gemacht und sie sind von überall, wie auch jetzt schon, an unsere Fasnacht gekommen, weil sie nicht können abwarten, wie es auf den 3. schmutzigen Donnerstag. Ich mag mich selber erinnern, dass ich von Wallenstadt auch schon einem von diesen schmutzigen Donnerstag gekommen bin. Nicht am 3., sondern am 1. und am 2. Und mich da amüsiert habe. Woher kommen da eure Umzugsgruppen und woher das Publikum? Ja, die Umzugsgruppen gucken, kommen immer von überall her. Ein paar von der Region. Wir schauen eigentlich auch immer, dass ein Gucken von weiter weg kommt. Auch 1, 2. Dann die Gruppe, also eigentlich die Wagenbauer und so, gibt es vom Liechtenstein, also vom Ländli, von der ganzen Region, aber hauptsächlich eigentlich Einheimische und die Alnis. Die zählen wir auch zu den Einheimischen. Die Alnis müssen wir natürlich noch erklären, das sind die aus dem Taminental. Ja, für die ist es klar, oder? Und für mich eigentlich auch. Das Flums ist zur gleichen Zeit am Fasnachtsumzug als am Fasnachtsmäntig. Spürt ihr das? Nein, wir haben immer gute Leute den Umzug, was wir sehr froh sind. Also zumindest seit dort, dass ich weiss. Und nein, das merken wir eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht ein anderes Einzugsgebiet und ja. Für was zeichnet ihr verantwortlich, also im Bereich Organisation? Oder sind andere Organisatoren noch involviert hier an der Fasnacht? Also zurzeit ist eigentlich hauptsächlich der Umzug, wo wir
dafür verantwortlich sind, dass der durchgeführt wird. Dann für das Fasnachtshütli, für den Betrieb von dem Hütli. Und dann eigentlich für die gesamte Koordination der Termine, wenn was passiert und ja, dass man einander ein bisschen abstimmt, wer was macht. Tut von Beizer und von ja, allen, die wenn etwas dazu beitragen, tut man ein bisschen schauen, dass es unter einer Organisation vereint wird. Eigentlich, ja. Habt ihr auch ein Motto? Nein, wir haben eigentlich kein Motto. Das ist gerade ein bisschen laut geworden. Ja. Habt ihr alle Jahre ein Motto? Also wir haben hier bei uns im Hütli haben wir eigentlich ein Motto einfach alle Jahre, ein neues. Dieses Jahr natürlich am Jubiläum gewidmet. Und sonst geben wir eigentlich nichts vor von dem Motto, weil wir haben so viele Beizen, die ein eigenes Motto haben und so haben wir sehr viel Abwechslung im ganzen Dorf. Super, dann wünsche ich euch viel Erfolg in den nächsten 80 Jahren. Jawohl, danke vielmals, super. Ja. Next.
Herzlichen Dank vielmals, dass ihr nochmal zugelassen habt. Oh, danke. Zwischenhoch heisst die Schnitzelbank-Gruppe von Bad Ragaz. Der David Kohler ist quasi der Chef. Seit wie vielen Jahren belebt ihr Bad Ragaz Fasnacht? Ja, unsere Schnitzelbank ist eigentlich zuerst vom FC ausgekommen. Die hat nicht immer zwischenhoch geheissen. Die hat geheissen Kübeli Brünzler und ist im 87 gegründet worden. Und dann hat es dort immer weniger gegeben, die mitgemacht haben. Und dann einmal hat man immer angerufen, ob ich Lust hätte, zum mitmachen. Und ja, klar hatte ich Lust gehabt. Das ist ja eine coole Geschichte. Und mittlerweile mache ich es etwa 20 Jahre. Dann muss ich noch eins sagen, es hat noch eine andere Schnitzelbank gegeben. Gerüchteküche und wir haben zwei gehabt, das war eine Familienschnitzelbank. Und nachher haben wir mit dem Rest von uns und mit dem Rest der anderen Schnitzelbank haben wir fusioniert. So heissen wir jetzt eben Zwischenhoch. Wenn wir kommen, ist es ein Hoch und wenn wir wieder gehen, ein Tief vielleicht, ich weiß es auch nicht. Oder doppelt spitzig und doppelt witzig. Ja, ich weiß nicht. Also den Leuten gefällt es, wenn wir kommen. Und solange es ihnen gefällt, gehen wir auch. Auf was beziehen Sie eure Themen? Wir haben Dorfthemen, wir haben viele Leute vom Dorf, die wir singen. Sobald einem nämlich ein Seich passiert, dann lassen wir rum und dann schreiben wir das auf. Wenig politisch. Die Seilbahn Bad Ragaz ist immer ein Thema. Wir haben unsere Lieblingsopfer auch, die immer Thema sind. Das ist einfach vom Dorf, mehr oder weniger. Wer dichtet bei euch den Text? Das, wer bei uns Text dichtet und Bilder malt, das ist etwa das gleiche Geheimnis wie beim Appenzellerkäse. Da geben wir überhaupt gar keine Auskunft, nicht? Da sind wir sehr verschwiegen. Wir helfen alle einander, jeder hat seine Stärken und wir probieren einfach zur Zeit fertig zu sein. Und wie heisst euer Rundgang durchs Dorf? Hat auch noch einen speziellen Namen? Aha, das ist Tortur durch das Pavilitschen. Nicht mehr sind das Pavilitsch da, das Ragaz, das ist so ein bisschen... Ja, das ist ein Überbegriff und das haben wir jetzt als Schnitzelbanker, weil es eben eine Tortur ist bis zum Schluss, bis man durch ist und bis man dann wieder daheim ist. Zum halt, nennen wir das so. Wie viele Touren machen Sie denn in dieser Fasnacht? Also heute fangen wir im Alters an, das war das erste Mal. Und dann kommen wir zur Nacht über, dann gehen wir durch drei Beizen. Morgen gehen wir geschwind in die Linde auf Filters, weil dort das für die Schwester von unseren drei Geschwister, die Mädchen. Und dann gehen wir auf ins Zelt und am Samstag haben wir Pause, am Sonntag singen wir noch im kastrierten Muniz Ragaz und am Ölfi, das ist so ein Apero-Ding und dann ist Fasnacht geschissen und am Montag gehen wir durch acht Beizen durch. Bis zum bitteren Ende. Ja. Montag ist ja der Haupttag bei euch. Genau. Und dann, wenn man einigermaßen noch fit ist, kann man dann am Dienstag auf Mails schauen, wie das aussieht. Nach Fastenzeit, das tut ja auch nicht schlecht. Ich wünsche euch viel Spass und viel Durchhaltewillen in diesem Fall. Ja, danke vielmals. Ich freue mich, dass ihr Fasnacht gut verfolgen und gut unter die Leute bringen. In jeder Gemeinde, ich bin Fan. Der Kameramann hat sich beschwert, dass die Frauen hier nichts zu sagen haben in dieser Schnitzelbank. Jetzt habe ich eine Frau bei mir. Sag mir du etwas. Ja, hallo. Was soll ich sagen? Schöne Fasnacht wünsche ich euch allen. Es ist einfach etwas Geniales. Fasnacht ist einfach so etwas Cooles. Warum machst du gerade bei der Schnitzelbank mit? Oh, das ist schon lange her. Also wir sind eine Fasnächtlerfamilie. Und meine Eltern haben lange Fasnachtszeitung zu Ragaz geschrieben. Also wirklich jahrelang. Und nachher war die Fasnachtszeitung fertig gewesen. Und dann hat man einfach angefangen, Schnitzelbank zu singen. Und da hat zuerst die ganze Familie einfach gesungen. Kinder und Kegel sind immer mitgekommen. Ja. Ja. Und das ist auch etwas Schönes, dass da gibt es viele Emotionen, die so gut sind. Die Leute geben einem so viel zurück. Und das ist etwas ganz Schönes für das Gemüt. Es tut einem gut. Dort hinten ist der Geni.
Er ist Ehrenmitglied in der Fasnachtsgesellschaft, ist 6 Jahre Präsident, sie hat 20 Jahre Fasnachtszeitung gemacht. Vielleicht könnt ihr ihn auch noch mal fragen, was er zur Fasnacht meint. Ja, ist gut. Bei mir ist der Geni Häusler. Er ist auch so ein legendärer Fasnächtler im Bad Ragaz, vor allem im Zusammenhang mit der Fasnachtszeitung. Kannst du mir da aus deiner Ära ein bisschen etwas erzählen? Wir haben 20 Jahre lang, über 6 Jahre Präsident von der Fasnachtsgesellschaft. Und von 1974 bis 1996 habe ich mit dem Trierköpfe und Silvia Loser und Didi Triet haben wir die Fasnachtszeitung gemacht, 20 Jahre lang. Die heisst der Wasserkopf. Das haben wir 20 Jahre gemacht. Und dann haben ich den nicht mehr mögen, die anderen auch nicht. Und dann haben wir alle Geld verdient und ich habe dann die Hälfte überkauft von dem Geld. 20.000, 40.000 Franken haben wir benannt. Dann habe ich mit diesen 20.000 angefangen zu reisen. Dann bin ich auf zuerst auf Kalifornien 3 Wochen und dann 3 Wochen Kanada, dann 3 Wochen Thailand, Singapur und Phuket. Und dann war ich noch 3 Wochen zu Posten, aber gezwungenermaßen. Aber das ist ja ein guter Tipp. Jetzt fange ich in dem Fall auch an, Schnitzelbänke machen und verdiene einen Haufen Geld und gehe nachher um die Welt reisen. Ja, das ist echt. Und mehr kann ich, nicht viel mehr kann ich nicht sagen. Einfach die Schnitzelbänke gemacht, geschrieben selber. Und umgegangen singen. Das Ding hat uns dann begleitet, der Klausi Stock, der Postchauffeur. Früher und dann der Bruno Gmür. Der Seppi Gmür und ich sind gesungen. Gut, wunderbar. Danke dir, wünsche dir viel Spass. Danke. Ciao. Ciao, merci. Ciao. Ist mir etwas geschehen, hat er schon verloren.